Ja, da wär man wieder bei Resident Evil gewesen. Ungefähr. Ja, genau. Ja, aber es ist ja wirklich so, die Filme, die wirklich gut waren, an die erinnert man sich wieder. Ja, das ist wirklich so. Wie zum Beispiel, es gab auch eine Far Cry-Verfilmung, die habe ich aber nie gesehen, aber es sei ja total schlecht gewesen. Ja, stimmt, ja. Far Cry gab es ja auch noch. Ja, war der nicht mit dem Til Schweiger sogar? Ja, genau. Ja. Aber er hat nicht produziert diesmal. Er war nur... Ich glaube, ich habe den tatsächlich auch nicht gesehen. Ich weiß nur, wer da mitgespielt hat. Nee, ich das war so ein Film, wo ich dachte, vielleicht schaue ich mit denen, und dann kam es dazu und im Endeffekt habe ich dann gar nicht. War da nicht auch so ein Uwe Boll-Film? Ja, genau. Der hat jetzt aufgegeben. Ja, ein Glück. Der, obwohl ich fand ja, kennt einer den Film Postal 2? Kennt ihr einen Film davon? Was, da gab's einen oder Film kennt davon? Überhaupt einer das Spiel? Ja, das kennt er. Ja. Okay, das kennt er. Mit den Schaufeln und sowas alles. Den Katzen auf Schrotflinten und so. Alles klar. Nee, da gibt es einen Film von, tatsächlich. Ich fand den gar nicht mal so schlecht, weil er lustig war. Müsst ihr mal gucken. Also es gibt auf jeden Fall einen Film davon. Okay. Also ich fand es lustig, wenn man den Humor mag, natürlich. Ist natürlich auch von diesem Uwe Boll, aber wenn man den Humor mag, geht's. Weil das Spiel ist ja an sich auch eher lustig gemacht. Eigentlich. Es ist halt eine Parodie auf irgendwas. Ja. Wenn Kinder den Stream gucken, guckt euch nicht Postal 2 an das Spiel. Ich glaube, das ist sowieso in Deutschland indiziert, meine ich. Oder wenn, dann sehr stark von die schöne Altersvorgabe entsprechend nur anschauen. Das ist definitiv ist es ab 18, das weiß ich. Ich glaube aber, das ist in Deutschland auch indiziert, das Spiel. Müsste eigentlich, wenn ich mich jetzt nicht irre. Weil ich glaube, so Katzen auf Schrotflinten stecken und so, das ist in Deutschland, glaube ich, auch nicht so gerne gesehen. Ach komm jetzt. Leute anpinkeln. Ach ja. Ach, du kennst doch Knallfrösche, oder? Das sind doch auch Frösche, die explodieren, oder? Ich fand den immer gut, ey. Erstmal über die Straße gelaufen, dann angepinkelt und dann mit der Schaufel rübergezogen. Wenn er was gesagt hat. Ach ja, boah, wir haben früher gut gelacht bei dem Spiel. Kannst du den Stinkefinger auch zeigen, ne? Ja, genau. Aber dem Spiel war echt gut gelacht früher. Ach ja, Dingens gibt's ja auch noch hier. Blood Rain gibt's ja auch noch als Film. Da war ja auch von einem lustigen Boll. Ach ja, hier gibt's ja auch. Mit dem Christian Slater. Alone in the Darkness gibt's auch noch. Okay. Die Verfilmung. Okay. Mhm. Die war gar nicht mal so schlecht, aber nur der erste Teil. Der zweite war kacke. Der erste fand ich gut. Alone in the Darkness. Oh, warte mal. Silent Hill, klar. Silent Hill war auch super geil. Beide Teile sogar. Die Filme. Fand ich auch cool. So, jetzt ist es auf jeden Fall wichtig. Jetzt geht's weiter. Ich kann überlegen, was für Filme es noch gab. Noch für Spiele, die gefilmt wurden. Ja, ich sage jetzt Silent Hill auf jeden Fall. Achso, ja, dann mal gute Nacht, David Bowie-Fan. Danke, dass du zuguckt hast und bis zum nächsten Mal dann. Postal 2 hast du auf Steam gekauft. Alles klar, dann kann man doch noch kaufen. Oder wieder. Je nachdem. Ja gut, wie gesagt, nach gewissen Jahren werden die Designer auch wieder. Aber das war auf jeden Fall indiziert, das weiß ich. Weil früher konntest du das nicht kaufen. Definitiv nicht. Ja. Also jedenfalls nicht in Deutschland. Nee. Ich finde es so lustig. Was bei euch indiziert ist, kann man bei uns ja alles frei kaufen. Ja, weiß ich, deswegen kaufe ich auch viele Lust. Zum Beispiel auch damals bei Left 4 Dead 2. Nee, Left 4 Dead 2. War. Wow. Oder doch? Also kurz mein Steam-Datenbank anschauen. Das kann ich Scheiß erzählen. Ja, aber deswegen kaufe ich auch viele in Österreich. Dann. Ach du Scheiße, da habe ich alles gekauft oder Spiele. Oh, ich habe 202 Spiele, das kann lange gehen, bis ich es finde.
Da so ein Multiplayer-Shoot gegen Zombies. Dann genau. Left 4 Dead. Wie ist das? Dead Island gab es noch dabei indiziert. Dying Light wurde indiziert. Okay. Bei Killing Floor 2 weiß ich nämlich, das kam raus. Und bei, wenn ihr von Deutschland aus das bei Steam angeschaut habt, dann stand da gewaltverringerte Version. Ja. Und bei mir stand nichts. Da muss ich das Spiel für den Wickel kaufen und ihm als Geschenk schenken, damit er dann die ungeschnittene Version hatte. Total bescheuert. Ja, das ist in Deutschland ist ja manchmal ein bisschen, naja. Ja, vor allem, ich find's kacke, wenn du, also wenn, ich verstehe es ja, wenn's als Jugendlicher und so weiter, wenn du als Erwachsener nicht mal an die Originalversion kommst, ist das auch bescheuert. Und nicht yep. auf dem legalen Weg, sag ich jetzt mal. Aber wenn man es dann, eben gesagt, im Ausland blöd gesagt, kauft, dann kann man es dann trotzdem verschenken in das andere Land. Und das ist ein bisschen bescheuert dann wieder. Ja, das kann man. Das kann man hier aber auch. Aber ja, das ist, ich sage ja, Deutschland ist manchmal ein bisschen übereifrig, was das anbelangt, finde ich. Ich werde da doch extrem. Ich hab ja Dying Light mal als LP gemacht oder gespielt. Habe ich auch, bis dann das Problem war mit Indizierung und so weiter. Genau, dann wurde in Deutschland indiziert und ja, und dann konnte ich alle, die Videos existieren tatsächlich noch, die sind sogar noch auf dem Kanal, die sind halt nur auf privat gestellt oder auf nicht gelistet. Ich habe es mir abgekauft damals. So eine Sache verstehe ich nicht. Das Spiel ist super cool, aber in Deutschland indizieren die das. Warum? Weil angeblich irgendwelche Kinderzombies da rumhängen. Ja, hallo? Ich wüsste, ich kenne keine Zombie-Apokalypse, wo keine Kinder-Zombies auftauchen würden. Dann. Also wär ein bisschen unlogisch, sagen wir es mal so. Ja, okay. Na gut, ich sage mal, es gibt halt wirklich Indizierungen, die überhaupt keinen Sinn machen. Ich weiß zum Beispiel, kennt von jemand von euch das Spiel Turok? Ja, klar. Ja. Kennt ihr das Original vom N64 oder das vom PC? N64. Wollte ich gerade sagen, N64 kenne ich auch. Habt ihr eben von euch gehabt, bei Zufall, oder auch gespielt oder auch gesehen? Ich habe sogar gespielt früher. Gespielt, glaube ich auch, ja. Englische oder deutsche Version? Englisch. Glaube ich, hatte ich. Noch die ungeschnittene oder schon die geschnittene? Puh, du das. Das war sie jetzt aber auch nicht. Ich habe damals extra, das war schon beim PC-Spielen, damals schon, dass man immer geschaut hat, bei Shooter, gleich am Anfang kaufen, wenn möglich US-Import. Damit man sich die ungeschnittene Version hatte. Und bei Turok war es genauso. Da kam es bei uns in den Laden, sogar am Anfang auf Deutsch, ungeschnittene Version. Und zwei Wochen später wurde die ungeschnittene Version durch die geschnittene ersetzt. Und ich habe die normale Version gespielt, habe da nicht so weiter gedacht. Dann, okay, gut, geschnitten. Habe dann später mal die geschnittene Version gesehen. Da habe ich gedacht, ach du Scheiße, die haben das ganze Spiel zerschossen damit. Weil beim Turok ist das so eine Timeline. Du spielst am Anfang gegen Dinosaurier, gegen Eingeborene und so weiter. Und am Ende spielst du gegen Maschinen, Roboter und so weiter. Und die haben dann bei der geschnittenen Version die Menschen einfach durch die Roboter ersetzt, die erst später kommen im Spiel. Und da hat es die ganze Timeline zerschossen, weil du schon am Anfang an gegen so futuristische Roboter, Cyborgs gekämpft hast, die gar keinen Sinn ergaben in dem Szenario da. Und hat, wie gesagt, hat kein Blut gespritzt, oder? Zum Beispiel bei der englischen Version, ungeschnittenen Version, haben die Raptoren, nachdem du sie zerschossen hast, haben sich am Boden gewälzt, sich den Kopf hin und her gewälzt und Blut gekotzt, was natürlich bei der deutschen, bei der geschnittenen Version nicht war. Also so riesen Viecher, oder mit echt ein riesen Loch im Bauch schießen konntest und die Eingeweide rausgefallen sind. Naja, bei der geschnittenen Version kann ich mir vorstellen. Hat vielleicht ein bisschen so Effekt gegeben für den Treffer und da ist er umgefallen. weißt du, welche Indizierung oder welche Cut-Version finde ich die blödeste oder ich sage jetzt einfach mal die bescheuertste fand, die es gibt? Welche? Command & Conquer. Oh ja. Rotes Blut zu schwarzes Blut. aber weißt du, was noch schlimmer war? Damals bei Alarmstufe Rot. Da kam ja das Add-on raus. Falsch. Bei Generals. Du meinst mit den Selbstmordattentätern?
Ja, aber das Geilste war ja, ich habe damals auch Channels gekauft, das rauskam. Und da war es natürlich noch ungeschnitten, alles wunderbar. Dann gab es bei euch in Deutschland so ein Thema wieder, ja, nee, das ist viel zu realistisch zum jetzigen Krieg. Wir bringen jetzt die zensierte Version generell raus. Ja. Wirklich generell geschrieben. Mit E. Und dann haben sie, wie gesagt, diesen Attentäter umgetauscht. Und ich habe dann gedacht, okay, egal, ich habe eine Jugendschnittversion, super. Und dann kam das Add-on, Stunde Null. Ja, das gab es aber nur geschnitten. Ja, Ich habe mich so Stunde Null gab aufgeregt. es nur Du geschnitten. musstest du dieses Add-on drauf tun, dass du die Flugzeugträger hattest. Aber danach hast du die geschnittene Version gehabt. Das war so bescheuert, ey. Ich habe mich so aufgeregt. Naja. Ja, gibt schon. Ja, manche Sachen sind ein bisschen, naja, in Deutschland. Das ist wirklich so. Muss man leider sagen. Ja, Oh ja. genau, bei die Hakenkreuze sind auch so eine Geschichte. Wolfenstein ist ja auch so. Wolfenstein ist total umgeschnitten, die haben nur die Kreuze haben sie entfernt. Ja. Das ist so ein Ding. Dass sie eine Cut-Version haben, wo sie auch die Kreuze entfernen müssen. Eigentlich ist es schon schlimm irgendwie. Oh, wo Ja, war das man. jetzt da gerade? Gerade jetzt war irgendwo auch so ein Fall, da war in Spiel, da waren so verschiedene Diktatoren im Spiel und anscheinend war dann auch Hitler dabei. Und Deutschland war das wieder natürlich nicht gut. Oh nein, Hitler geht nicht. Ja, die haben Hitler auf Stalin ersetzt. Super. Okay. Nee, Hearts of Iron 4, da gibt es kein Bild vom Hitler. Zum Beispiel. Auch. Ja. Auch sehr bescheuert eigentlich. Wenn man so überlegt. Aber ich sage, manche Sachen gibt es Sinn, aber gibt es Sachen, wo man sich nur im Kopf Manche fasst und Sachen denkt. machen Sinn, das ist richtig. Also es gibt tatsächlich Spiele, das ist. Ja, da denke ich mir auch manchmal immer, was soll sowas? Das ist genauso, es gibt Spiele, die sind frei erhältlich. Da denke ich mir dann auch, muss das jetzt sein? Ne? Es gibt ein gutes Beispiel, das ist zum Beispiel das Spiel, ich weiß nicht, wer es mag, okay, soll das spielen, aber ich finde sowas immer, das ist dieses Spiel Who's Your Daddy, wenn es einem was sagt. Das ist so ein Indie-Spiel. Ah, da, wo du den Vater in der Tusche finden musst. Was ist Genau, das? wo du das Kind daran hindern musst, sich umzubringen. Ein Baby, wohlgemerkt. Da frage ich mich, warum wird sowas nicht indiziert? Weißt du? Warum muss es ein Spiel geben, wo man sich als Baby umbringen muss? Was soll sowas? Ne? Das muss nicht sein. Aber indizieren dafür Spiele, wo. Also Ne? muss ich da umbringen? Ich habe gedacht, du musst Ja, einfach den natürlich, Vater du musst dich finden. da umbringen. Du kannst dich da die Ach, Gabel in die Steckdose stecken, dich ersaufen, dich anzünden, du kannst jeden Milchscheiß machen als Baby da. also habe ich glaube, da meine ich nicht das gleiche Spiel, wie du meinst. Ich weiß nicht, was das soll, sowas. Ne? Aber dann, Okay. aber Hakenkreuze verbieten, das ist ganz wichtig. Oder Bilder vom Adolf, das ist auch ganz wichtig. Dabei ist im Endeffekt ist das Geschichte, also von dem her Ja, gesehen. eben. So ist es. Ich denke, das Ganze wäre überhaupt schon nicht mehr so ein Thema, wenn man einfach das offen sein lassen würde und nicht so ein Geheimnis drum macht die ganze Zeit. Also ich weiß auch nicht. Ich sage, in der Vergangenheit ist so viel passiert und da vielleicht auch in Zeit davor, wo man vielleicht nicht mal weiß und ja, keine Ahnung. Ich sag mal, wenn die in Deutschland mal ein bisschen mehr darauf achten würden, also auch mal mit Ausweiskontrollen achten würden, dass nicht Hinz und Kunz, der 14 ist und gerade zwei Haare am Säckchen hat, sich dann, was weiß ich, GTA 5 kaufen kann oder sowas, ne, weil er 18 ist, ohne einen Ausweis zu verlangen, dann würde das Problem vielleicht auch nicht existieren. Ja, da war, ja genau, das ist auch sowieso was gewesen. Da letztens war auch doch, hat ein 12-Jähriger oder so, hat irgendwie das Auto vom Vater geklaut und hat dann, wurde dann von der Polizei verfolgt und dann hat er angehalten. Und wie er in GTA gelernt hat, sobald die Cops aussteigen, gehe ich wieder aufs Gas. Da ist er wieder auf die Tube getreten, als die Polizei ausgestiegen ist. Die haben wieder hinterher und haben ihn natürlich im Endeffekt dann doch geschnappt. Und danach, wo sie ihn gestellt haben, kam die Frage, wieso er das gemacht hat. Meinte er so, er wollte mal sehen, ob es auch so cool ist wie in GTA 5. Ja. Aber und dann kam gleich wieder so, ja, GTA 5 und so weiter. Und anders haben wir gesagt, hey, das Spiel war 18.
Ja, sicher. Da hat er im Endeffekt die Eltern versagt, wenn er das Spiel dann so zu spielen kann oder ja, darf. Ich sag mal, ich bin ja selber Vater, du ja auch. Also ich glaube, ja, wenn mein Sohn irgendwann anfangen würde, ein Spiel haben zu wollen, was ab 18 ist, würde ich sagen, hör mal, Kumpel, ne? Dann werd mal 18, dann darfst du doch spielen. Aber das ist halt immer so eine Sache. Gut, ich sag mal so, es gibt auch... Es gibt Sachen, die kann man auch schon, könnte man auch schon vorher spielen oder gucken oder wie auch immer. Aber es gibt aber auch Sachen, wie weit das Kind auch im Endeffekt richtig, dann auch ist richtig und bereit ist dafür. Aber wie gesagt, es gibt natürlich auch Sachen, das muss nicht sein. Also ich muss ein Kind, was 12 ist oder so, nicht GTA 5 spielen lassen oder sowas. Also das muss überhaupt nicht sein. Weil gerade die wissen noch nicht genau, wie Realität von Spiel zu unterscheiden ist und dann rennen die auf die Straße und knüppeln einem den Baseballschläger weg oder sowas. Weißt du? Ja, das ist ganz Problem. Ja, im Spiel stehen die auch wieder auf. Ja, eben. Oder droppen Geld. Warum droppt der kein Geld? Ja, genau. Ich hab gedacht, der droppt Kohle, wenn ich einen überziehe. Ja, toll. Das wert. So, mal gucken, ob ich das hier noch alles hinkriege. Ich weiß es natürlich nicht. So, da. Das ist. Wird schon werden. Ja, ich hoffe. Ich versuche mein Bestes. Sagen wir es mal so. So ist es. Dann ist der wieder. Ja, also wie gesagt, das habe ich mit dem Stalin habe ich echt nicht geschnallt. Wieso gerade Stalin? Ich sage, wir haben, wo wir Hearts of Iron 4 rauskamen, da war das. Wir spielen das, aber ich weiß gar nicht, wir haben gegen Deutschland gespielt, glaube ich. Ja, ja. Und dann gucke ich so, da steht zwar Adolf Hitler, aber kein Bild. Alle anderen haben ein Bild, egal wer. Stalin, hier Mussolini und Fieser Leisten, die haben alle ein Bild. Nur, okay. Nur er nicht. Warum? Keine Ahnung, verstehe ich nicht, sowas. Ich sag mal, wenn man sowas aus der Timeline löschen will, muss man alle Geschichtsbücher verbrennen. Ja, richtig. Oh, guck mal, wer da kommt. Der Lord kommt auf den Server. Der war heute noch gar nicht online. Schnell, jetzt müssen wir alle runtergehen. Ah, ne, mehr Spaß. Okay. Hallo, offline gehen. Tschö. Oh, warte, ich muss gerade jetzt den Server neu starten. Oh. Kommt noch zur Meldung. Server-Neustart. In wenigen Minuten. Genau, Minecraft ist Stunden. Voll gewalttätig. Also, das ist voll schlimm. Was? Lese im Chat. Achso. Ja, Minecraft, ja klar. Du kannst hier Kühe töten, alles, ey. Das ist der Hammer. Mhm. Und dann das ist so die ganz armen Zombies und Skelette und Creeper. Sind das so wie diejenigen, die was hat dagegen haben, also die Veganer da, die nicht möchten, dass Tiere getötet werden, die ja gemeint haben, bei Alice müsste man auch die Schweinezucht und das Metzgen entsprechend auch hier zeigen, wie brutal das ist, wie die Schweine getötet werden und so weiter. Wenn sie schon voll auf Realismus gehen. Ja, bei LS 17 war das. Genau. Die Diskussion, die gab's, ja. Ja, sollen sie. Von mir aus. Weißt du, das Schlimme ist, das heißt ja nicht, dass ich dann trotzdem nicht spielen würde. Das ist total bekloppt eigentlich. Das sollen sie doch machen. Das ist so. Yep. Sollen sie noch eine Schlachterei da reinbauen, mein Gott. Gut, würde dazugehören. Ist halt so. Na, was macht ihr gerade? Wir stehen hier rum und quatschen. Du baust deinen Turm an. Ja, aber wir stehen auch hier rum und quatschen. Ich versuche gerade die Spitze zu bauen. Aber ich merke gerade, ich sollte gleich mal hier ein bisschen ausleuchten, weil ich habe gerade schon, glaube ich, schon einen Creeper runtergesprungen. Der ist gerade schon runtergesprungen. Glaube ich. So. Ja, was gibt's Sachen da? Erübrigt sich eigentlich jeder Versuch, das zu verstehen, weil man versteht es eh nicht. Ja. Also. Gerade die Peter, die sowieso immer, mein Gott, ey. Was die mal jammern, ey. Ja, ich esse ja auch kein Fleisch, ne? Ich könnte ja das sogar tatsächlich sogar nachvollziehen, aber ich sage mir immer, sollen die Leute doch essen, was sie möchten, mein Gott, wenn das nicht verboten ist, ist das alles gut. Im Endeffekt, wenn alle nur Gemüse essen würden, hätten wir auch bald ein Problem. Ja, eben. Da kannst du sowieso nicht von überleben, wenn du die ganze Zeit nur Gemüse isst.
Aber ich sag ja, sollen die Leute doch die Leute leben und leben lassen. Mein Gott, ey. Es gibt schon immer Leute, die Tiere töten zum Essen. Das ist normal. Das ist, ich weiß, evolutionsbedingt, weiß ich, wie man das nennen möchte. wo war mein, ach, da war mein Berg. Gott, nee, da war. Meine genau, Frau kam gerade schon da rein. 2017. Ich hab mal den Buswartesimulator angesehen als Video. Das ist der Hammer. Den muss ich mal angucken. Ja, da sitzt du auf der Bank und kannst so Bus fahren. Lol. So, ja, da kommt ein Vibe wieder. Was gibt's? Okay. Ich wollte gerade erzählen, meine Frau kam gerade schon rein und fragte, wann ich denn mal ins Bett komme, weil ich habe ja morgen Frühschicht. Ja, ich wollte die Spitze eigentlich noch fertig machen. Dann Ende machen. Sagen wir so, ich versuche es, die Spitze fertig zu machen. So, da habe ich schon. Sehr gut. Das verstehe ich gar nicht, wieso das passiert. Jetzt hat es wieder das ganze Geld gewiped. Echt? Naja. Das verstehe ich gar nicht, wieso das passiert. Oh nein, ich hatte doch gerade so viel. Da merkt ihr, ihr müsst das Geld ausgeben, solange ihr es habt. Ja, ich wollte mir einen zweiten Spawner holen eigentlich. Ja, mir fehlen 150.000, von dem her gesehen, naja. Boah, da ist er wieder, weißt du, Rich Bitch. Der ist aber der Reiche. Ja, nee, das Geld ist so eine Nebensache, ich weiß auch nicht. Gut, mir ist es aktuell noch wurscht. Also mit 50.000 wäre ich ja zufrieden, ne? So als Entschädigung. Nein, Spaß. Ja, mir ist das eigentlich auch wurscht. Mal kann man. Ich frage mich echt, wieso das ist. So, 3 hoch. Dann kommt hier so ein Moped hin. Wieder 2. Genau, und dann kommt hier wieder. Ah ja, klar. 1, 2, 3. Ich habe überlegt, ob ich das vielleicht sehen kann. Was so aufgerufen mit der extra Konsole, aber sehe ich natürlich nicht das von anderen Leuten. Achso, warte mal. Ich hatte doch vorhin mal nachgeguckt. Dann war es gerade bei dir. Was? Der steht gerade bei dir, mein Gott, das Teil wird immer höher. Ja, sicher. Hallo? Aber ich muss ja noch einen, vielleicht. Nee, habe ich ja gesagt, brauche ich nicht. Gut, dass ich am mittleren Teil wahrscheinlich nicht abreißen muss, ey. Aber ich sage, das hätte ich aber aufs Screen gemacht. Komm, da ist er. Ich weiß halt mal. Was heißt? Willst du kommen? Ach so, hi. Jetzt verstehe ich, hi. Das ist bei euch, darum hi. Das ist bei mir gerade, ja. Ja, das habe ich mitgekriegt. Guck mal, ja, das Wort. Sag mal, hallo Stream, macht er.
So, die Reihe habe ich auch fertig. Nächste Reihe. Ja, wir nähern uns der vollendeten Spitze. Tatsächlich, vielleicht irgendwann mal. Möglicherweise. Gott, ey, schon 177. Ey. Pff, Höhe. So, nächste ist auch wieder 3, oder? 1, 2, 3. Wieder mal so. Aber es wird enger. So oben. Gut, hat eine Spitze an sich, glaube ich. Dass sie enger wird. Ist das so, dass dieses Holz davor zu sehen ist? Ist gehört zur Verzierung? Die Ecken da? Ja. Okay. Also, jedenfalls ist sie in der Vorlage so. Ja, ist gut. War nur eine Frage. So, jetzt hat er hier noch welche. Dann hat er. Ne, warte mal, wie geht das denn? Ach doch, klar.